my way! Azure Wrench! Here I go! Azure Wrench! Man, I was just getting... how interesting. Estelle looks as interested in the cities as always. Estelle, come on, let's stick together. I'm fine. The buildings are run down, it's overgrown. And this place is seriously built like a maze. With all these obstacles in the way, it's pretty tough to go where you want to go. Huh? Estelle! Sorry, I got sidetracked. I thought I just said to stick together. You all need to be more careful. I've never seen anyone get lost so easily. Kennwort-Hinweis 2. Eine in Kerbogramm entdeckte Forschungsnotiz. Das Wort Himmel steht drauf geschrieben. Violettes Band. Mathe, nutzloser Mist. Natürlich ist er wütend geworden. Let's work together. Was sind denn das jetzt für... Was sind das für Zeichen? Ich habe übrigens keine Ahnung, wie der tödliche Schlag gehen soll. Das funktioniert einfach nicht. Ich drücke die Taste. Eigentlich wollte ich nie mit euch kämpfen, aber naja. Dieses Gebiet ist super nervig. Ich wette, wir müssen noch den Boss bekämpfen, hinter den die Jägergilde her ist. What?
Einfach so. War das jetzt wegen dem der Himmelnotiz oder? Das wurde mir praktisch jetzt nicht beantwortet. Das geht einfach nur auf. Oh Gott, das... Kann ich jetzt in die andere Tür auch rein oder was? Ja, warum? Ist es denn da... Liegt das, weil ich jetzt diese Notiz mit dem Himmel gefunden habe? Das ist der Grund, weswegen ich es ausprobieren wollte. Aber es geht einfach rein. Keine Nachricht oder sonst irgendwas. Kein Wort Hinweis 1. Seine Care-Programm entdeckt eine Forschung nicht. Das Wort Licht ist drauf geschrieben. Wofür ich auch... Ah, verdammt. Nerviger Wecker. Wofür ich auch immer das brauche. Keine Ahnung. Ist mir scheißegal. Mann, das kotzt mir so sehr an. Warum hat dieses Spiel nicht ein... So. Ich habe mich mal kurz mal weggekümmert. Wieso hat das Spiel nicht ein bisschen... Ich weiß nicht mehr, was ich da sagen will. Ein bisschen mehr Komfort. Gleichzeitig, zum einen wollte mir hier sagen, ja, ich brauche das und das. Zum anderen gibt ihr mir das nicht. Also wenn jetzt... Ich habe keine Ahnung, ob diese Notiz das jetzt geöffnet hat. Wahrscheinlich schon, aber es wäre halt schön gewesen, wenn dann eine Textbox gekommen wäre mit... Du hast das Wort das Wort Himmel eingegeben oder sowas. Dann hätte ich wenigstens verstanden, okay, die Notiz war dafür. Das wäre eine offensichtliche Möglichkeit gewesen für den Spieler, aber dafür waren die Effekte zu faul. Wie für so vieles anderes in diesem Spiel. Ich kann nur negative Dinge an diesem Spiel finden und das kotzt mich so extrem an. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich jedes Mal angepisst sein muss in diesem Spiel? Ich hätte keine Chance, dich danach zu fragen, aber... You mean me? Ist mich? Why didn't you return to the capital when we were in Torum Harbor? Warum bist du nicht in die Hauptstadt zurückgekehrt, als wir im Hafen von Torium waren? Why? Naja... Ja, Estelle wollte Flynn sagen, dass sie hinter ihm her sind, nicht? Yeah, at that point your journey should have ended. Genau, da hätte deine Reise eigentlich zu Ende sein sollen. Well, naja, siehst du... Hey, by the way, who was hunting Flynn down anyway? Hey, übrigens, wer war denn eigentlich hinter Flynn her? I'm not quite sure. Ich bin nicht ganz sicher. Wasn't it Rego? War es nicht Rego? Huh? That villain? Dieser Schurke? Yoda was on Rego's ship, and Yoda's the Imperial Prince. Yoda war auf Ragus Schiff und Yoda ist der kaiserliche Prinz. Yeah, so... Ja, und? I'm saying that I think Flynn's true mission was to find Yoda. Ich meine damit, ich glaube, Flynns eigentliche Mission war es, Yoda zu finden. Auch wenn ich nicht weiß, warum es zwischen großen Tieren aus dem gleichen Reich so ausgehen sollte. Tut mir leid, das weiß ich auch nicht. Schon gut, aber was mit dir? Willst du bestimmt nicht zurückgehen? Ja, ich habe mich irgendwie treiben lassen und bin vom Hafen von Torium aus einfach mitgekommen. Aber ich glaube, vielleicht wollte ich ein bisschen länger mit euch allen zusammen reisen, also, Besides, we still haven't gotten the Blastia Core back yet. Außerdem haben wir den Blastia-Kern immer noch nicht zurück. That's true. But isn't that my business? Das stimmt, aber ist das nicht meine Aufgabe? Can't I help out? Kann ich dir nicht mithelfen? Yeah, sure. Feel free to come along. Ja, klar, du kannst gern mitkommen. Thank you. Vielen Dank. Ja, wenn man sich keinen Grund überlegt hat, warum man weitermacht.
Warum sind die Charaktere so versessen darauf, zusammen zu bleiben? Wenn ich jetzt nicht absichtlich runtergegangen wäre, um nochmal alles zu erkunden, hätte ich diese Szene wohl gar nicht gesehen, oder was? Ja, ich werde sämtliche Wege ausprobieren, weil es gibt ja die geringe Chance, dass die Idioten von Entwicklern, die dieses Spiel gemacht haben, tatsächlich irgendwo einen einzelnen gemacht haben, wo es sich lohnt. Und deswegen bleibt mir eigentlich keine andere Wahl, für die komplette Erfahrung zu sagen, ich gehe jeden verdammten Scheißweg ab. Nach wie vor zeigten mir die Idioten von Entwicklern, dass sie Idioten sind. Ich will wenigstens einen einzigen von den Teleportern finden, bei dem nicht die oberste Option die richtige ist. Oh, hier war ich schon. Wenn alle Teleporter wirklich nur die oberste Option richtig ist, dann, tja, kann ich die wirklich nicht mehr als Entwickler betrachten, die versuchen, irgendein Spiel zu erstellen, was zumindest halbwegs vernünftig ist. Okay, gehen wir erstmal nach rechts. Das könnte richtig sein. Zu Rugi. Nachbau eines alten Doppelklingenschwertes verfügt beträchtlichen Schaden zu. Das glaube ich zwar noch nicht, aber naja. Was bringt mir der tödliche Schlag, wenn er eh nicht geht? Es scheint so, als käme ich wirklich nur mit dem Teleporter dorthin. Dann ist dieser Teleporter tatsächlich die erste nicht nutzlose. Danke. Ich hätte wirklich schon gedacht, dass es darauf hinauslaufen würde. Dass alle nutzlos sind. Na gut, okay, die Frage, ob jetzt die Kiste mit einem Schwert, das man höchstwahrscheinlich sowieso nachher kaufen kann, wirklich so nützlich war. Here I
Ist natürlich fragwürdig, aber. Ich möchte den guten Willen zeigen, dass es zumindest mir eine Verbesserung gebracht hat, das zu machen. That Bodhiblastia of yours. It's pretty, huh? That's not what I was gonna say. Kennwort Hinweis 3. Dem Wort Kugel. Lichthimmelkugel. Lederschuppenpanzer. Lederpanzer aus mehreren Lagen, der sehr zähen Leder, ist erst robuster als ein Metallrüstung. Okay. Aber das habe ich schon. Und jetzt ist die Frage, hat das Passwort das geöffnet oder nicht? I feel like an easy win. Oh, ich bin jetzt angegriffen. Jetzt treffe ich ihn nicht. Hier ist aber sonst irgendwie nichts. Gut. Dann habe ich wenigstens diesen extra Weg geschafft. Was? Lässt du mich. Achso, das ist eine Mimik gewesen. Ich dachte, jetzt hätte mich der Gegner hinter mir angegriffen, während ich die Kiste geöffnet habe. Halt, warte mal. Quatsch. Samen. Level 30. 24.000 Lebenspunkte. Ach du Scheiße. Das bringt einfach nichts. Der tödliche Schlag funktioniert nicht. This is awesome. Wieder runterspringen. I feel like an easy win. Don't get cocky. Thank you.
das Itembegrenzungsdamage ist auch so extrem dämlich. Guess we can do this. This? No. Kriegsbeil. Massengefertigtes Beil. Ist einfach gestaltet, aber nützlich. Hier war ich drin, ne? Guess we can do this. Yeah, easy win. Hey, I learned something. Ich komme hier nicht hoch. Okay. Muss ich an dem Vieh vorbei? Sorry if I hurt you. Ich konnte ihn übrigens nicht mehr mit dem vierten Schlag treffen, als er gerade gestunt war. Ich schätze mal, obwohl die Cutscene eigentlich in einem völlig anderen Ort war, ist das Ziel, nicht diesen Ort zu erreichen, sondern dass ich jetzt diese ganzen drei Notizen gekriegt habe. Wo sich die Türen jetzt plötzlich geöffnet haben, ohne Sinn und Verstand, weil sie tatsächlich nicht durch die Notizen geöffnet werden. Und ich die Notizen eigentlich für dieses komische Gerät da unten nutzen soll, um weiterzukommen. Weil ich sehe gerade keinen anderen Weg mehr. Warte mal. Ich hab hier nicht, was diese komischen Balken bedeuten sollen. Das ist mir auch relativ egal. Es wurde nicht erklärt. Es kam mit dem tödlichen Schlag dazu, aber... Entweder wurde der tödliche Schlag scheiße erklärt, oder keine Ahnung. Das ist einfach dämlich. Ich habe auch keine Lust mehr auf diesen ganzen Mist.
What's up? I feel kind of sick all of a sudden. Was ist hier los? Mir ist plötzlich so schlecht. Even someone as dense as you can feel it. Sogar jemand, der so schwer von Begriff ist wie du, fällt das auf. Who are you calling? Wait, does that mean you can feel it too? Wer ist hier schwer? Moment, heißt das, dir ist auch schlecht? What a feeling. Pfui, ich fühle mich schrecklich. Yuri. Estelle too? Yuri, ist der hier auch? I'm fine. Mit mir geht's gut. Don't overexert yourself. We can rest here and have a look around. Schreck dich nicht zu sehr an. Wir können hier ausruhen und uns umsehen. Seriously, what's going on? Ever since we got here. Jetzt aber im Ernst, was geht hier vor, seit wir hier sind? If a monster attacked us right now, I don't think I'd be up to it. Wenn jetzt ein Monster angreifen würde, könnte ich wohl nichts dagegen machen. Saying stuff like that is the best way to attract monsters, you know. Die Sprüche wirken Wunder, um Monster anzuziehen. Yuri. Yuri. If you're gonna keel over, couldn't you do it in the middle of a crowded city street? Can't be expected to be there to catch you every time. Wenn ich schon umkippen muss, könntest du es nicht auf einer beliebten Straße tun. Ich kann dich nicht jedes Mal auffangen. Yes, thank you. I'm still doing okay. Ja, danke. Es geht schon noch. This is air. This is air. What? I thought air couldn't be seen with the naked eye. Was? Ich dachte, air kann man bloß im Auge nicht sehen. If it's dense enough, it can be. Vielleicht hätte er schon. Estelle, weren't you saying something about that earlier? Estelle, hast du das nicht früher schon mal erwähnt? That dense air is bad for the body. Dass dichte Air schlecht für den Menschen sei? Yes. High density air can occasionally have very negative effects on the human body. Ja, hochverdichteter Air kann mitunter sehr negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben. It made you pass out in the Koi Woods too. In den Wäldern von Koi bist du auch davon ungemacht gefallen. Really? Wow. Wirklich? Wow. Maybe we should get out of here. Vielleicht sollten wir auch schon wieder vergessen, dass sie da in Ungemacht gefallen ist, falls es passiert ist. We still haven't made sure if the mercenaries are here or not. Aber wir wissen doch noch nicht, ob die Söldner hier sind oder nicht. I guess that's true, but das stimmt schon, aber let's keep moving. Gehen wir weiter. It looks like this Blastia is linked to the door. Sieht so aus, als wäre das Blastia mit der Tür verbunden. How do we open it? Wie bekommen wir sie auf? It seems that we have to carefully put together the symbols to form the right phrase. Wir müssen anscheinend die Symbole zum richtigen Wort zusammenfügen. Wouldn't it be faster to break in? Ging es nicht schneller, wenn wir sie einfach zerschlagen? That's not a good idea. What if it makes the door stop working? Das ist keine gute Idee. Was, wenn die Tür dann nicht mehr funktioniert? Hey, something's coming out of it. Hey, hier kommt etwas heraus. So, should we just put some letters in here? Sollen wir also einfach ein paar Buchstaben hier einfügen? Hey, didn't we pick up some odd pieces of paper? Hey, haben wir nicht ein paar seltsame Stücke Papier gefunden? Ich wusste, dass es dafür ist. Ach, Mann. Das heißt, die Türen haben sich einfach von selbst durch Magie geöffnet. Und ich durfte. Sie sind nur deswegen. Okay. Die Türen haben sich durch Magie geöffnet. Und sie sind nur deswegen weiter unten am Anfang geschlossen geworden, damit man einen Zwang hat, um die eine Cutscene auszulösen an dem Ort, wo man sonst nicht mehr zurückgehen müsste. Ja, das ist der Grund. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also wieder sehr billiges Story-Triggern. Actually, come to think of it. Stimmt. Could this be a clue to the passcode? Könnten die etwa ein Hinweis auf das Kennwort sein? Seems we need to use our mind to get an answer. Let's look at the paper again. Wir werden nur unsere Köpfchen anstrengen müssen. Sehen wir uns sie uns nochmal an. Bitte Kennwort eingeben. Scheiße. Ach du Scheiße. Thank you.
wie verschrieben. Boah, leck mich. Ich habe extra nicht auf Bestätigen, sondern auf Zurückgeklickt, damit ich nicht diese Cutscene-Trigger von wegen falsches kenne. Ich kann das Kampfbus nicht mehr aufmachen. Sollen mir die Symbole irgendwas sagen? Mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, gibt's irgendeinen... Wie kann man denn... Achso, Rücktaste, okay. Thank you.
verstehe es nicht. Was soll denn das werden, ja? Ich werde nicht weiterkommen, weil ich dieses es gibt keinen vernünftigen Hinweis. Oh ja, da steht was drauf. Toll. Ich war ja klar. Natürlich funktioniert es nicht, war ja klar. Es kann nicht sein. Auf der einen Seite ist das Spiel zu einfach und dann ist das Spiel wieder so super schwer. Dann kommt halt ein Rätsel, was du nicht lösen kannst, dann kommt ein Boss, den du nicht besiegen kannst. Aber hey, Hauptsache, wir haben ein gutes Spiel gemacht, nicht wahr? Nee, ich hab keine Ahnung. Erzählt mir nicht, dass die Items irgendeinen Hinweis geben würden. Tun sie nicht. Auf dem Zettel stehen irgendwelche Symbole, die du nicht entziffern kannst. Die ergeben nicht mehr Sinn. Ich möchte. Darüber fangen wir gar nicht erst an, okay? Ich möchte nämlich anmerken. Wobei, doch, ich werde es anmerken, okay? Wenn da Kugel steht. Warum ist zweimal dasselbe Symbol hintereinander? Es muss ja voraussetzen, dass die Sprache dann nicht nur schriftlich kodiert ist, sondern ja, auch noch anderweitig kodiert. Dass es halt nicht nur andere Schrift ist, sondern es ist halt ja auch eine andere Sprache. Was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht. Ich habe kein. Wisst ihr was? Nein, sorry. Vergiss es. Ich breche an der Stelle ab. Ich habe keinen Plan. Ich habe jetzt auch keinen Bock nachzugucken. Ich werde heute einfach nicht mehr weiterspielen. Gut ist. Ich gehe jetzt oben speichern. Weil ich die Katze nicht nochmal triggern muss.
Dann mache ich Schluss für heute. Ich frage wahrscheinlich danach oder gucke online nach, was die Lösung ist, weil es ist mir zu dämlich. Es gibt keinen vernünftigen Hinweis. Und wenn die Online-Lösung sagt, ja, es ist ganz offensichtlich, dann fickt euch. Ohne Witz. Guckt man nicht drauf. Es gibt keine vernünftigen Hinweise darauf. Ich habe keine Lust mehr. Das Spiel kotzt mich einfach immer und immer wieder an. Und es schafft es erfolgreich, das perfekt jedes Mal neu zu machen. Ich lade. Gut, das war Tales of Vesperia. Bis zum nächsten Mal und ciao.